Heute dreht sich bei uns alles um die schönsten Handwerksmomente der vergangenen HWK-TV-Sendung. Wir haben Interessantes und Spannendes gesehen, aber auch tollkühne Stunts und hilfreiche Praxistipps. In dieser und in der nächsten Sendung sehen Sie die 12 schönsten Handwerksmomente. Wir starten mit Platz 12 bis 10. Nachwuchsförderung wird groß geschrieben im Handwerk und das konnte man auch beim großen Schulfest der Handwerkskammer Koblenz sehen. Mehrere tausend Schülerinnen und Schüler der Klassen 7 bis 10 hatten an diesem Tag die Gelegenheit, Handwerk zum Anfassen zu erleben. In den Werkstätten und auf dem Gelände der Berufsbildungszentren gab es alles, vom Fotoshooting bis zu Einblicken in modernste Automatisierungstechnik. Manchmal muss das Alte weichen, damit neue Ideen Platz bekommen. So wie das alte Berufsbildungszentrum 1 der Handwerkskammer Koblenz. In den 60er Jahren erbaut, tat es jahrzehntelang seinen Dienst im Namen des Handwerks, mitten in der Koblenzer Innenstadt. Doch damit ist es nun vorbei. Die Abrissbagger zerlegen das alte Zentrum in seine Bestandteile. Nun entsteht an seiner Stelle Europas modernstes Zentrum für Nahrungsmittel- und Gesundheitshandwerk. Handwerk sorgt für Sicherheit und das zu jeder Jahreszeit. Für den Reifencheck ging es mit dem Kfz-Meister mitten im Winter bei 8 Grad Außentemperatur auf die Straße und damit in den Bremstest mit und ohne Winterreifen. Und was der Fachmann schon immer wusste, bestätigt sich in diesem Praxistest denn auch. Der Bremsweg mit Sommerreifen ist um ein Vielfaches länger als der mit Winterreifen. Bei mir sitzen jetzt die Redakteure Christina Schmidt und Jörg Diester, von denen ich gerne wissen möchte, warum gibt es eigentlich HWK-TV? HWK-TV gibt es seit 1998. Es ist als Bestandteil der Presse- und Öffentlichkeitsarbeit der Handwerkskammer Koblenz parallel zu unseren Printmedien damals ins Leben gerufen worden und berichtet über Handwerker, über Handwerk, über das Leben in der Handwerkskammer in bewegten Bildern, ergänzt also im Bereich Fernsehen die Medienarbeit der Handwerkskammer. Christina, wie läuft eigentlich so eine Produktion bei HWK-TV ab? Ja, wie entsteht so eine Sendung? Also wir fahren zu den Handwerkern hin, in die Betriebe, manchmal auch auf Baustellen oder wo die gerade sind. Und dann gucken wir uns das mit den Handwerkern erstmal an, machen ein kleines Vorgespräch und dann werden wir so 2 bis 3 Stunden, je nach Aufwand, manchmal auch mehr, sind wir dann unterwegs und drehen mit denen. Und wenn wir dann zurück sind, geht es in die Postproduktion, so nennt man das. Das heißt, die Daten, die wir erzeugt haben, werden eingelesen, werden geschnitten, werden vertont. Das dauert auch meistens nochmal 2 bis 3 Tage. Das heißt also, für so eine 5 bis 7 Minuten Sendung, die wir produzieren, ist es eigentlich schon so, dass der Aufwand relativ hoch ist. Am Schluss wird das alles nochmal überprüft, ja, vertont von uns. Und dann haben wir doch meistens eine richtig schöne Sendung, wo die Handwerker richtig toll ihr Handwerk und ihr Können zeigen können. Dass Handwerker handwerklich top sind, ist klar. Aber wie machen sie sich eigentlich vor der Kamera? Also sie machen sich sehr gut vor der Kamera. Das liegt aber daran, dass wir, wenn wir zu ihnen kommen, ja nicht erwarten, dass die jetzt einen Handstand machen oder irgendetwas, was nicht in ihrem Alltag vorkommt. Das heißt, wir sind ja die Beobachter. Wir stehen mit der Kamera neben ihnen, filmen über die Schulter, fragen sie nach ihrem Alltag. Ja, und das ist eigentlich der normale Ablauf. Insofern ist der Handwerker nicht in die Rolle eines Künstlers, sondern er bleibt in der Rolle des Handwerkers. Vielen Dank an euch. Und bei uns geht es weiter mit den Plätzen 9 bis 7. Ohne Winterreifen, dafür aber mit Schal und Mütze, ging es für die Teilnehmer des Motivationsseminars mit Läuferlegende Dieter Baumann auf die verschneiten Straßen von Koblenz. Motivation tanken für den großen Besser mit Meister Teammarathon.
Nicht nur beim Auto sorgen Handwerker für die nötige Sicherheit, sondern auch beim Fahrrad. Wenn es ins Frühjahr geht, dann werden die Drahtesel wieder aus den Kellern und den Garagen geholt und dann ist das Handwerk gefragt. Beim Fahrradcheck mit dem Zweiradmechaniker wurde das Zweirad dann auf Herz und Nieren geprüft. Autos, Fahrräder und Technik sind nicht die einzigen Highlights, die das Handwerk zu bieten hat. Mit Tipps und Tricks sorgt vor allem das Friseurhandwerk für den perfekten Auftritt. Und der ist im Sommer umso wichtiger. Wollen doch alle am Strand und im Schwimmbad einen guten Eindruck hinterlassen. Friseurmeister und Kosmetiker halten für die Sommerzeit einige Kniffe bereit, damit die Frisur nicht baden geht. Weiter geht es beim nächsten Mal, dann mit den Plätzen 6 bis 1. Alle vorgestellten Beiträge finden Sie übrigens auch im Internet unter hwk-tv.de.